Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 696. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen erst einmal 80 Millionen Fisch. Den können wir einsammeln. Dann gehen wir einmal hier raus aus dem Kalender. Haben hier erstmal soweit nichts Neues. Und das liegt daran, weil wir gerade auf dem Main-Account sind. Deswegen springen wir mal lieber ganz schnell rüber auf den richtigen Account. So, sind wir nämlich schon auf dem richtigen. Und hier sieht es auch schon viel, viel besser aus. Hier kriegt man nämlich sogar eine wöchentliche Truhe. Mit ein bisschen Odinsmagen, ein bisschen Holz, ein bisschen Runen, ein bisschen Fisch. Und dann kriegen wir gleich noch die zweite. Und hier gibt es natürlich auch nochmal ordentlich Odinsmagen oben drauf. Also da kannst du nicht meckern, das ist echt super gut. Und nochmal ordentlich Runen oben, wunderbar. Haben wir einmal ein volles Holzlager. Dann haben wir hier noch Mampfer, okay. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben ja im gestrigen Video, ist ja unser Kollege zurückgekommen hier. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der hier. Und den können wir ja heute fertig füttern, weil es fehlt ja nicht viel. Deswegen machen wir es einfach mal. Der kostet jetzt 600 Millionen. Das haben wir ja auch auf der lockeren Hand gerade. Das heißt, er kann einfach ins Training. Kriegt damit nochmal 25 Eisen oben drauf, was auch nochmal relativ gut ist und einen kleinen Boost noch gibt. Und da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Dann kann der Kollege hier wieder Eisen sammeln gehen. Jetzt müssen wir hier vorne ein bisschen Holz einsammeln, damit wir gleich, nee, hier so losschicken, genau. Damit wir gleich noch unsere restlichen Eisensammler ordentlich losschicken können. Und dann muss ich echt mal gucken, wie ich das hier umbaue mit manchen Sammlern, weil es ist halt echt, manche sind echt schlecht, muss man ehrlich sagen, so. Kaugummi-Automat, du kannst gerne ins Training, der Kollege hier, genau, bevor ich es vergesse, du gehst auch ins Training, unbedingt, du kriegst ja nochmal 50% obendrauf, was richtig gut ist. So, wo haben wir denn noch jemanden, der Fisch essen will jetzt hier? Du gerade nicht, du ohne, die hier natürlich ohne wahrscheinlich, genau, der Kollege auch nicht, du bist fertig gewesen, ich kann dich jetzt so leider nehmen, doch, kann ich. Kein Problem, du kannst nämlich nicht, na gut, du kannst doch nicht ins Training. Egal, da war man halt mal motiviert und dann war wieder weg, also frech. Egal, 1, 2, 3, dann müssen wir einmal wieder kurz einsammeln. Können jetzt sogar schon alles einsammeln, wenn man trifft, genau. So, dann können wir ihn nämlich nochmal füttern und dann haben wir den auf dem nächsten Level. Können ins Training, aber Training ist immer noch voll, wie die letzten 20 Sekunden. So, du kannst wieder los. Der Kollege ist in 8 Minuten zurück, das heißt in 2 Minuten können wir beschleunigen. Du bleibst da, dich können wir füttern. Du kannst leider nicht ins Training, weil das Training gerade einfach voll ist. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm jetzt. Dann können wir Muffel einmal losschicken. Und zwar wieder gratis. Hier haben wir unseren grünen Tod. Der kann natürlich auch wieder los. Let's go. Und dann haben wir hier den Immerflügler. Let's go. Und der große Überwilde ist ja noch nicht mal wieder da. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Mist, aber okay, der ist in 9 Minuten wieder da. So, du hast nichts für uns. Okay, Runen kriegen wir jetzt auch noch nicht. Das ist dann auch erst im nächsten Video wieder. Okay, okay, okay. Dann kannst du nämlich hier auch los. Gratis, los geht der Hase. Dann haben wir hier einmal ohne Zahn. Da kann man ganz normal weiter. Und könnten... Ja, hätten wir können, aber nee, gut, machen wir nicht. Also hätten wir vorhin können, jetzt mittlerweile ohne mehr. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ordentlich einen Fischboost. Das wäre nochmal ganz geil fürs Füttern allgemein. Gut, Sammelteile sind ohne schlecht, die nimmt man auch gerne mit auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal ein bisschen Bernstein, auch sehr schön. Und was haben wir hier? Hier gibt es nochmal 1000 Eisen oben drauf, wunderbar. Dann haben wir nochmal 5 polierte Bernstein, ne 3 polierte Bernstein, sondern 5 sind es nicht genau. Könnte man, aber wir haben noch nicht so viel unpolierten, den man tauschen könnte. Gut, dann haben wir hier unsere Reisdrachen. Die können erstmal alle wieder los. Hakenzahn natürlich auch wieder, let's go. Einmal weiter hier und gratis. Dann haben wir hier noch Kotz und Birk. Da gehen wir auch wieder ganz normal weiter. So. Dann einmal hier und auch wieder gratis. Und dann noch Fleischklops. Und du hast für uns auch nochmal ein normales Sammlungsstück drin. Okay, gehst auch wieder gratis weiter. Würde ich sagen, öffnen wir mal die Gratis-Pakete. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Uinsmorgen um drauf, was auch ganz gut ist auf jeden Fall. So, und hier gibt es Knochenräuber, Sturmschneid, schade, kein Skrill, das wäre es ja wieder gewesen, komplettes Team, aber nee. Und hier nochmal ein paar Runen, öffnen wir das zweite auch gleich noch, let's go. So, da haben wir das zweite Paket, nehmen wir es einmal mit und wir bekommen hier einmal einen Skrill. Na gut, ich dachte schon, wir müssen mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal so ein Paket zu kriegen, wo wirklich alle aus dem Team drin sind. Hatten wir bestimmt nur mehrmals, aber das ist mir nur einmal aufgeschrieben, nachdem ihr es in die Kommentare geschrieben hattet. Das war echt cool, fand ich. Weil mir wäre es halt in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Aber in der Zeit gerade, also es war gerade ein kleiner Zeitsprung drin, weil ich meinem Vati noch kurz geholfen hatte, haben wir den Kollegen hier noch da. Dann können wir hier am Titanrad drehen. Und hier kriegen wir entweder jetzt richtig viel Fisch nochmal oder er wird Titan und nein, wir bekommen Fisch. Okay, gut, das heißt, du kannst wieder los. So.
Dann können wir den Kollegen nicht ins Training schicken, weil das Training ja immer noch voll ist. Das stimmt, das war schon vor 5 Minuten so und das ist immer noch so. Genau, wir haben auf jeden Fall noch einige, die gefördert werden möchten. Die Frage ist, wo sind die gerade alle? Die sind, also, wenn man sie, ne, also es ist schlimm. Wenn man sie, jetzt findet man sie, ne, und später sind sie wieder alle da. Gut, der hier will zum Beispiel gefördert werden. Dann füttern wir dich halt dreimal, fertig, Schluss, aus, basta. So, können wir das einmal einsammeln nochmal? Dann haben wir hier noch 8 Aufgaben fertig. Davon sind 7 die täglichen und eine wöchentliche. So, und dann gibt es hier nochmal ein bisschen von dem wunderbaren Stuff dazu. Drachenholz, irgendwas. Das vergesse ich schon wieder immer den Namen. Dann müssen wir gleich mal nachschauen nochmal. Nee, müssen wir hier hin. Wie heißt Drachentreibholz, genau. Wer auch immer sich diesen kreativen Namen ausgedacht hat. Wow. Cool. Hier nochmal 250 Drachentreibholz. Wunderbar. Sehr schön. Gehen wir einmal hier raus. Können hier nochmal alles einsammeln. Haben dann hier noch einen Spießrumlauf, der 4 Tage geht. Das ist aber ein kurzer, was ganz geil ist. Man könnte theoretisch richtig schön viel von der Season-Währung, also Drachentreibholz, jetzt weiß ich es ja gerade, könnte man richtig, richtig viel sammeln. Und ja, schauen wir mal. So, dann gehen wir uns einmal den holen. Können dann die Schwäche von unserem Sturmschwein hinterher werfen. Und dann sollten wir die, denke ich mal, relativ schnell wegkriegen. Es sind auch nur 2 Wellen, das heißt, es ist relativ entspannt. Aber klar, es ist ja noch nicht viel los hier, was das angeht. So, einmal Schwäche, einmal normal angreifen. Dann mit dem Knochenräuber nochmal normal. Dann müssten wir den Donnertrommel eigentlich fast schon weg haben. Genau, der geht auf den. Okay, dann holen wir den weg. So, gehen wir uns jetzt einmal den holen. Geben jetzt die Schwäche, die wir jetzt nicht geben können. Ja, das war ein bisschen sinnlos, aber egal. Gehen wir mit dem Knochenräuber auf die Zweierattacke. Greifen nochmal normal an, gehen dann auf die Heilungsattacke. Und dann greifen wir den Kollegen an. Weg ist er, wunderbar. Sind wir in der letzten Welle, sind wieder 2 Beschützer dran. Ich glaube, das ist sogar Beschützer, ne? War das nicht irgendwie so hier gerade so ein ja, sowas gegen sowas. Das ist ja, ist ja immer dieses Konzentriert, wo dann alle auf diese bestimmte Art konzentriert sind. Und ich glaube, das hier ist einfach Beschützer gegen Zornig. Beziehungsweise Zornig gegen Beschützer. Und Beschützer, klar, die sind eigentlich voll entspannt immer, weil die kaum Schaden machen meistens. Das Dumme ist halt, dass sie einfach ewig viel Leben haben und sich dauernd hochheilen können. Und meistens haben sie noch eine Flächenattacke, was halt ein bisschen nervig sein kann. Aber gut, das werden wir ja mitkriegen. Jetzt holen wir uns erstmal den Kollegen noch weg. Da nochmal hier mit der 3-Attacke vom Skrill. Dann müsste er eigentlich fast schon komplett weg sein. So, einmal das. Dann einmal das. Und dann haben wir den einmal weg. Wunderbar, sehr schön. Haben wir gewonnen. So, da drehen wir ihn nämlich einmal am Glücksrad. Und wir bekommen hier einmal Holz. Okay. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Und hier gibt es einmal Fisch. Aber nicht viel. 52 Millionen. Aber es ist trotzdem Fisch. Nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein Gratis-Paket. Das können wir natürlich sofort öffnen. Da habe ich dann nichts dagegen. Da müssen wir nur einmal wieder hier raus. Weil Odinsmagen, Runen, Holzfisch kann man ja nie meckern. So, einmal einsammeln. Und dann, ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieses fette Pack-Opening bei Folge 730. Das hat jetzt irgendwann mal jemand reingeschrieben, ob ich es nicht bei 700 machen kann. Aber wir bleiben bei 730. Weil das wäre jetzt nochmal so ein großes Ändern. Gut, das wäre nicht schlimm. Klar, könnte man spontan ändern. Aber wir haben uns für Folge 730 entschieden, weil es halt wirklich die Folge ist, die sozusagen am 2. Jahrestag von mir gekommen wäre. Was sich alles ein bisschen verschoben hat, einfach nur dadurch, weil mein Account mal für Monate weg war. Aber gut, ist halt so. Wir sind aber wieder soweit, Leute. Und das ist das Ding. Wir können halt das trotzdem noch machen. Man könnte halt sagen, jo, das ist der 700, beziehungsweise es ist der 2. Also klar, der Account an sich existiert über 2 Jahre. Aber man könnte sagen, das ist sozusagen dieser Tag, an dem ich so viel, also an dem ich, ja, ihr wisst, was ich meine, an dem ich halt 2 Jahre sozusagen auf dem Account hier spiele jetzt. Mit einer kleinen Pause zwischendurch, die man rausnimmt. So. Und der macht erstmal das. Es ist schön, dass es auf den gegangen ist, weil da können wir jetzt einmal die Attacke raushauen. Können einmal normal angreifen und dann holen wir uns den Kollegen weg. Sollte, denke ich, kein Problem werden, weil der geht jetzt einfach einmal auf unseren Skrill. Ja, ist schön und gut, kann er ruhig machen. Geben wir hier einmal die Schwäche, greifen noch einmal normal an, greifen nochmal normal an und dann ist der Kollege auch schon verschwunden. Wunderbar, sehr schön. 2. Welle. Auch letzte Welle natürlich. Gehen wir erstmal auf den Kollegen.
geben dann nochmal Schwäche. Greifen dann mit unserem Knochenräuber nochmal normal an. Und dann können wir jetzt die drei Attacken vom Skill raushauen. Und zwar so. Weg ist er. Ne, ist er nicht. Okay. Weg ist er. Dann geben wir uns einmal die Stärke von unserem Knochenräuber. Können mit dem Skill normal angreifen. Gehen dann auf die zwei Attacken von unserem Sturmschneid. Und dann haben wir den eigentlich auch schon wieder weg. Dann machen wir jetzt erstmal ordentlich Schaden, damit er hier schwächert. Und jetzt mit dem Knochenräuber. Boom. 623 Schaden. Wunderbar. Sehr schön. Ist gewonnen. So, drehen wir nämlich einmal am Glücksrad und wir bekommen auf jeden Fall Holz erstmal. Wunderbar, 187 Millionen, ist schon wieder ordentlich was. Ist halt gut, wir haben ja jetzt so unseren Staubwühler, er ist ja fast Max Level. Das heißt, er braucht auch demnächst, die nächsten Tage so, richtig viel Holz, weil der ja auch Eisen sammeln will. Und wir kriegen halt noch nicht so viel Holz, ich glaube, pro Video. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr haben, erstmal über. Ah, fast wäre es ein komplettes Paket nur von unseren Drachen gewesen. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? 23 Karten noch. Ist es dein Ernst? Na, gucken wir mal. Kriegen wir vielleicht hier raus? Vielleicht schaffen wir es ja heute, dass der Kollege aufs nächste Level kommt. Wäre richtig, richtig geil. Hätte ich natürlich nichts dagegen. Würde ich gerne haben. Schauen wir mal. Erstmal greifen wir normal an. Gehen dann mit unserem Knochenräuber nochmal normal rein. Geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid. Und schauen wir mal. Hier mit unserem Skrill nochmal normal und mit dem Knochenräuber auch nochmal normal. Einmal so. Und einmal so, damit ist der schon mal weg. Geben wir die Schwäche auf den Reißzahn. Greifen dann hier mit dem Knochenräuber nochmal mit der Zweierattacke an. Jetzt kommt der erstmal wieder Dreier. Gut, dann kommen nicht mit dem Knochenräuber, okay. Können wir halt Heilungsattacke machen, geht auch. Dann können wir jetzt uns die Stärke geben und dann sollte es, denke ich mal, sogar ausreichen. Genau, wunderbar. Sind wir in der nächsten Welle, ist auch schon wieder die letzte Welle. Hier können wir jetzt erst einmal auf den Kollegen gehen. Greifen dann hier nochmal normal mit der Schwäche an. Greifen wir mit dem Knochenräuber normal an, damit ist der schon fast weg. Den kriegen wir dann, denke ich mal, mit der normalen vom Knochenräuber nochmal, also wenn wir nochmal die normale vom Knochenräuber einsetzen, sollten wir den noch wegbekommen. Jetzt geht der erst einmal auf unseren Knochenräuber. Okay, okay, okay. Dann einmal so. Einmal hier die Schwäche. Einmal hier normal. Und jetzt ist der dran. Der geht auf unseren Sturmschneid. Okay, okay, okay. Nochmal so einen Stromschneid. Ja, kannst du machen. Dann machen wir hier einmal die schöne Heilungsattacke. Let's go. Und greifen wir nochmal normal an. Wunderbar. Und jetzt ist der Kollege dran. Geht. Ach, er heilt sich einfach nur. Okay. Dann einmal normal. Einmal die Schwäche von unserem Stromschneid. Und dann nochmal normal. Und der Kollege ist weg. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt noch einmal mit der normalen vom Skrill hier rein. Geben nochmal die Zweierattacke von unserem Sturmschneid. Greifen wir dem Knochenräuber nochmal mit der Zweierattacke an. Und dann nochmal die Zweierattacke vom Skrill. Und damit reicht es schon wieder völlig aus. Und haben wir schon wieder gewonnen. Und kriegen schon wieder zwei Glücksräder. Da haben wir ja erstmal das erste. Da drehen wir dran. Und wir bekommen eine schnelle Aktion. Okay. Okay, okay, okay. Sehr schön. Drehen wir am nächsten. Und hier kriegen wir Holz. Und zwar einmal 75 Millionen. Wunderbar. Dann sammeln wir hier noch das Paket ein. Ein Rekrutenpaket und zwar Elite. Und komm, gönn, gönn, gönn. Ah, 9 Skrills fehlen noch, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Wir haben es aber bald. Wir haben es bald. Aber es fehlen halt noch 9. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal nochmal unser Glück heute hier. Schauen wir mal, ob wir es heute irgendwie hinkriegen. Ich habe da so einen kleinen Plan im Hinterkopf. Das Problem ist, der wird nicht funktionieren. Weil dafür müsste ich alle platziert kriegen. Das heißt, ich brauche über 50 von den Dingern. Weil ich würde halt sagen, man könnte einfach durchschicken, dass man halt hier kurz reinschießt. Einmal hier reinballern. Jetzt kostet das 7, oder kann man hier auch nochmal reinballern. Und dass man dann einfach, ich kann jetzt 4 setzen und dann muss ich sie hinter schicken. Das heißt, ich mache einmal den, 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 den. Dann könnt ihr, nee, wenn ihr das Schiff hier vorne noch holt, ist ja super. Zumindest ich weiß nicht, ob ihr es alle überlebt, wenn ihr da durchfliegt. Könnte kritisch werden. So, Nummer 1 haben wir. Dann können wir das machen. Und kriegt ihr das hier oben weg, ohne dass ohne Zahn stirbt dabei. Komm, komm, komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, weg damit, weg hier hinter. Ihr geht hier hinter, ihr geht dahinter. Wehe, du triffst das noch. Nein! Einer ist weg. Ohne Zahn lebt, ohne Zahn lebt, ohne Zahn lebt. Noch weiter, ihr müsst weiter hinter, ihr müsst weiter hinter. Los! Komm, komm, komm! Wehe, das Rote kommt noch an. Wehe. Komm, bleib vorne. Ja! Jetzt müssen sie nur noch genug Schaden machen.
Wobei das jetzt sehr, sehr schlecht aussieht. Aber sie machen halt schon ein bisschen Schaden. Wir müssen mal gucken. Sie haben jetzt geschossen. Jetzt haben sie noch 3 Leben. Wie viel Schaden macht ihr, bevor der wieder schießt? Es ist nicht viel, ne? Es ist nur ein halbes ungefähr. Oder ein Dreiviertel so. Ja, es ist ein Dreiviertel und ein Ganzes. Na, fast, es ist fast ein Ganzes. Das heißt, ihr kriegt noch 3 Schüsse weg. Prinzipiell, na gut. 3 Schüsse könnten wir aber schaffen, ne? Weil jetzt, guck mal, jetzt schießt er, genau. Das heißt, er kann jetzt noch ein weiteres Mal schießen. Damit haben wir dann noch 2 Schlüssel. Ich kann leider keine Unterstützung mehr geben. Aber das wäre ja schön, wenn wir die hier erstmal schaffen, die Flotte. Hier qualmt schon ordentlich, das ist gut. Das müsste der letzte Schuss gewesen sein. Ansonsten verlieren wir noch 1 Schlüssel. Aber einen kriegen wir auf Garantie. Jetzt ist die Frage, kriegen wir auch 2 Schlüssel? Boom! Sehr schön. 2 Schlüssel, Leute. 4 Drachen haben überlebt. Sehr gut. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ist das gut. Leider nur 2 Schlüssel, aber ist in Ordnung. Und zwar war das Flotte 62. Ich habe schon nämlich jetzt auch gelesen, jetzt einmal in den Kommentaren, dass Flotte 62 doch ein bisschen härter ist. Aber sehr schön. Haben wir die geschafft. Können hier nochmal eine tägliche einsammeln. Für die hat es noch nicht gereicht. Und dann können wir das hier auch nochmal einsammeln. Und ich muss mal ganz kurz ins Handy gehen. So, kurze Unterbrechung. Jetzt geht es nämlich gleich bei Oma frühstücken, weil es ist gerade erst 8 Uhr. Ne, 9.13 Uhr. Und deswegen würde ich euch sagen, wäre es an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen. Wir haben auf jeden Fall diesen schönen Kampf endlich geschafft. Wir haben dann eine ganze Weile dran gesessen. Ist aber super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao. Bis dann.